Willkommen zur Episode 12. Und was gleich auffallen dürfte, ist, dass es hier etwas anders aussieht als in der letzten Episode. Inzwischen habe ich es nämlich endlich geschafft, auf Version 1.7.3, um genau zu sein, zu updaten. Und da gab es auch ein neues Texturenpaket und das sieht eben jetzt ein bisschen anders aus. Zumindest der Holzteil hier. Ich schau mal kurz nach, was hier im Ofen brutzelt. Ah, das Glas für die Fenster im zweiten Stock. Okay. Während das Glas da brutzelt, könnte ich hier noch ein bisschen weiterbauen. Wenn ich denn da hochkomme. Ah, geht auch von hier unten. Okay. Das wäre dann der dritte Stock. Und ich glaube, nach dem dritten Stock setze ich dann gleich die Glaskuppel, weil sonst wird mir das Gebäude hier irgendwie zu hoch. Und ich möchte jetzt auch nicht 20 Folgen erstmal an diesem Ding bauen, sondern dann zwischendrin auch mal was anderes machen. Zum Beispiel die Gegend erkunden. Oder mal gezielt einen Inhalt aus den Add-ons quasi spielen. Ich sage immer Add-ons, ich meine natürlich Mods. Wahrscheinlich gehen uns auch bald wieder die Holzvorräte aus. Also ich weiß nicht, ob ich das neue Holz besser oder schlechter finde. Also die Farbe ist ein bisschen heller, es wirkt alles ein bisschen freundlicher. Obwohl das dunkle Holz von der letzten Version so, ja, es hatte so ein gewisses edles Erscheinungsbild. Eben wie Teakholz oder so. Okay. Mit dem Dach sind wir jetzt hier demnächst fertig. Was ich auf jeden Fall nochmal machen wollte, bevor mir das Holz ausgeht, ist ein paar Leitern bauen. Das mache ich hier an der Werkbank. Für Leitern brauche ich nur Stöcke, die ich eben so anordne und dann kommen zwei Leitern raus. Ah, machen wir mal 8. Ah, reicht nicht. Ich könnte jetzt natürlich noch neue Stöcke machen mit dem Holz. Aber dann tun es erstmal 6 Leitern. Gut, die bringe ich dann gleich mal hier oben an. Damit wir hier auch ganz nach oben kommen. Ein weiteres Problem, das mir aufgefallen ist, in Anführungszeichen, ist diese Säule hier. Also ich hätte die Leiter auch direkt irgendwie an die Wand machen können. Das hat mir aber irgendwie nicht so gefallen. Das habe ich in einer quasi Versuchswelt, die ich neben dieser Welt hier angefangen habe, ausprobiert. Und das sieht nicht ganz so schön aus, meiner Ansicht nach. Deswegen habe ich hier diese Säule errichtet. Die nimmt allerdings doch schon ein bisschen Platz weg. Keine Ahnung, ob ich das nochmal ändere. Für den Augenblick tut's das. Später muss ich da vielleicht eine andere Lösung für finden. Gut. Dann können wir hier, kann ich hier das Dach soweit dicht machen. Oh, das war's mit dem Holz. Zum Glück haben wir noch Rohholz, sozusagen. Da können wir dann noch einen schönen Stapel Holzbretter draus machen. Und jetzt sollten wir das Dach hier wirklich fertig bekommen. Das dürfte reichen.
Tja, auch nach dem Update sind merkwürdige Grafikfehler, wie jetzt in diesem Falle gerade hier das Grüne aufflimmern, nicht weggegangen. Was jetzt auch der Fall ist, wir können uns hier die Wolle nicht mehr einfach durch Boxen der Schafe besorgen, sondern dazu brauche ich jetzt ein Werkzeug. Also eine Schere oder ja, wahrscheinlich heißt es Schere. Nur damit kommt man an die Wolle. Um die herzustellen, brauche ich allerdings Metall und soweit ich mich richtig erinnere, habe ich noch keinerlei Eisen gefunden. Das heißt, es wird auch mal Zeit, eine Mine anzulegen oder sich in eine der Höhlen zu trauen. In dieser Folge, werde ich auch keine extra Musik untermischen, sondern wir hören einfach mal quasi den Soundtrack des Spiels, wie er ist. Nämlich sehr reduzierte, Klaviermusik, die ab und zu mal einsetzt. Mal schauen, wie das quasi wirkt. Bin mir da noch nicht ganz sicher, ob ich das öfter mache, aber zwischendrin ist das mal eine ganz gute Idee. Gut, damit haben wir das hier erledigt. Das heißt, wir haben schon zwei komplette Stockwerke. Jetzt schauen wir doch mal, wie weit das Glas hier ist. Oh, da haben wir schon wieder ein bisschen was. Da könnte ich aber noch mal ein bisschen auffüllen. Ich meine, da liegt zwar nicht mehr viel Kohle drin, aber das können wir damit bei Bedarf auch auffüllen. Kann ich nämlich zumindest hier oben schon mal die Fenster einsetzen. Die sehen, glaube ich, so aus wie vorher. Bin mir da nicht ganz sicher. Sehr schön. Ha, der zweite Stock ist fertig. Prima. Diese Säule, ja, sie nimmt wirklich viel Platz weg. ja. Nervöser Rechtsklickfinger. Das Glas ist natürlich da nicht sehr gut aufgehoben. Schauen wir mal, habe ich denn überhaupt noch Kohle? Ein bisschen Kohle habe ich noch. Ja, es gehen uns so langsam die Baumaterialien aus, ganz ehrlich. Gut, bevor es jetzt ganz dunkel wird, mache ich hier nochmal was. Ach, verdammt. Also die Ausrichtung der Treppen muss man ein bisschen drauf achten. Das geht quasi immer gegenüber. Also in die Richtung, in die ich stehe, zeigt dann die erste Stufe. Ja, eine etwas breitere Treppe sieht besser aus. Und bevor wir hier unliebsamen Besuch bekommen, verziehe ich mich wieder in die Hütte. Lasse ich das Bett jetzt hier stehen oder mache ich es mal auf den zweiten Stock? Ach, ich nehme das mal mit nach oben. Oh ja, hier ist es ziemlich dunkel. Wozu die Säule gut geeignet ist, ist, um Fackeln aufzuhängen. Sag bloß, wir haben keine Fackeln mehr. Unsere Fackeln gehen auch zur Neige. Oh je, dann müssen wir mal für Nachschub sorgen. Also wir müssen wieder ein bisschen Holz hacken gehen und uns auch mal auf die Suche nach Kohle begeben. Da führt kein Weg dran vorbei. So, jetzt stelle ich hier mal das Bett auf. Ja. Das ist von den Ausmaßen her natürlich wirklich. Diese Säule. Könnte das Bett hier hinstellen, aber ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Also hier steht es schön. Naja, egal wie es steht, zum Schlafen wird es reichen und deswegen haue ich mich jetzt mal aufs Ohr. Vorsichtshalber die Waffe in die Hand nehmen.
Okay. Der übliche Kontrollblick. Von hier oben sehe ich jetzt nicht unbedingt was. Sich mal unten schauen. Vor dem Haus irgendwas rumläuft. Da läuft was, das ist aber nur ein Huhn. Auf der Rückseite eine Kuh. Könnte ich mich jetzt mal raustrauen. Wie gesagt, so viel Holz haben wir nicht mehr. Ich könnte hier aber nochmal eine Ladung Glas produzieren. Lege ich den hier rein und einen Teil der Kohle. Erstmal drei Stücke, mal gucken, wie weit ich damit komme. Und in der Zwischenzeit können wir uns mal draußen zu schaffen machen. Ja. Dann schauen wir doch mal. Ach, hier sieht man die Bäumchen, die wir gepflanzt haben. Sind nicht alle was geworden? Also noch nicht. Aber ein paar sind schon gewachsen. Mich wundert das gerade wirklich, dass hier nirgends Monster sind. Also am Schwierigkeitsgrad habe ich nichts geändert. Das ist immer noch normal. Wenn ich aber hier schon unterwegs bin, dann schnapp ich mir mal die Kuh. Und zwar wegen dem Leder, denn wir brauchen für die Luftschiffe, die ich bauen kann, brauchen wir jede Menge Leder. Und da bietet es sich ja an, das zwischendrin mal zu sammeln. Dann, hier habe ich noch eine Axt, die hält zwar nicht mehr viel aus. Kann ich trotzdem schon mal den Baum hier zu Leibe rücken? Das war's schon. Ja, nach dem Update ploppen komischerweise die Achievements wieder auf. Habe eigentlich nicht bewusst irgendwie nicht irgendwas gelöscht, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das nach jedem Update der Fall ist. Vielleicht weiß da ja jemand mehr. Oder ich recherchiere es mal. Zwischen den Aufnahmesitzungen. Okay. Noch knapp eine Minute, dann ist die. Sind die 14,5 Minuten, für die ich für jede Episode vorsehe, schon wieder vorbei. Eigentlich noch genug Zeit, um unsere Holzvorräte ein bisschen aufzustocken. Die Pilze hier kann ich zum Beispiel auch mitnehmen. Da kann man dann einen, ja, so eine Art Eintopf, Pilzeintopf draus machen. Weiß jetzt nicht genau im Vergleich zu Schweinekoteletts, wie nahrhaft der ist, also wie viele Herzen er regeneriert. Aber das können wir dann ausprobieren. Allerdings brauche ich neben den Pilzen da auch noch eine Schüssel, die ich auch aus Holz fertigen kann. Jetzt schnappe ich mir noch diesen Baum hier. Alles klar. Ach, ein Ei. Was ich leider noch nicht gesehen habe, sind Bienenstöcke. Ja, vielleicht finden wir ja mal einen. Allerdings muss ich mir da noch so eine Maske machen. So ein Imkerhelm, dass ich mir die schnappen kann. Alles klar, das war schon wieder für Episode 12. Bis zum nächsten Mal.